Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute habe ich wieder ein paar Sachen vor mir für dieses Aufgebraucht-Video. Das sind alles Produkte, die ich aufgebraucht habe. Da sind mega heftige Empfehlungen von mir, Sachen, die ich immer wieder nachkaufen würde, aber auch ein paar Flops. Und in diesem Video werde ich euch jetzt erzählen, wie sie mir gefallen haben, wie meine Erfahrungen sind. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Produkte findet ihr, soweit es sie im Internet noch irgendwie zu finden gab, in der Infobox verlinkt. Falls ihr sie kauft, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie über den Links in der Infobox kauft, weil das sind teilweise Affiliate-Links und da kriege ich so ein bisschen Provision. Also gönnt mal auf Bruder, würde mich freuen. Und wir fangen direkt mit einem coolen Favoriten von mir an. Vino Rose belebendes Gesichtsspray von M. Asam. Alles klar, keine Ahnung, ob es richtig ausgesprochen ist. Das hat mir eine Followerin zugesendet. Hammer cool, die arbeitet nämlich bei der Firma und fand mich cool und hat mich auf die PR-Liste gepackt. Digga, ciao. Sie hat mich auf die PR-Liste gepackt und deswegen kriege ich von dort öfter Produkte, was mich super gefreut hat, dass Follower, wenn sie irgendwie einen Job haben, womit sie mich irgendwie unterstützen können, dass sie Bock haben, mich zu unterstützen, und das fand ich so cool von ihr. Dieses Produkt mag ich richtig, richtig gerne. Ich kann euch nicht mal erklären, warum. Morgens wasche ich mein Gesicht, dann nehme ich meistens von Hello Body diesen Detox-Schaum und dann packe ich mir dieses belebende Gesichtsspray aufs Gesicht. Später kommt meine Feuchtigkeitspflege und das Spray ist so richtig, ich habe das Gefühl, es versorgt meine Haut mit Feuchtigkeit. Nicht genug Feuchtigkeit, so dass ich keine Creme mehr brauche, aber so Feuchtigkeit, dass es sich gut anfühlt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so mein Gesicht aufplustert, weißt du? Morgens sehe ich immer so verplant und verpennt aus und alles, als würde es mein Gesicht so ein bisschen nochmal straffen. Und deswegen mag ich dieses Gesichtsspray sehr gerne. Es hat einen sehr angenehmen Sprühstoß. Kann ich absolut empfehlen. Habe ich mir dann jetzt auch nachgekauft nochmal, weil ich es einfach super finde. Spendet intensiv Feuchtigkeit, aktiviert die Leuchtkraft der Haut. Habe ich mir nachgekauft, finde ich super, kann ich empfehlen. Asam Gesichtsspray. Dann habe ich hier von Ebelin Professional Nagellackentferner Express. Das ist hammer cool. Das so ein Ding, machst du auf, hat so ein Loch drin, seht ihr das Loch? Packst deinen Finger rein, drehst das Ding, hast super einfach deinen Nagellack entfernt. Ich nehme danach nochmal sicherheitshalber so ein Wattepad mit so einem anderen Nagellack und säubere meinen Nagellack richtig ab. Und kaufe ich mir immer wieder nach. Gibt's bei DM, gibt's bei Rossmann, gibt's glaube ich in jeder Drogerie. Und ist super cool, um Nagellack zu entfernen. Gerade so komischen Glitzernagellack und sowas, den du schwer abkriegst. Auch absolute Empfehlung von mir, kaufe ich mir immer wieder nach. Dann habe ich aufgebraucht vom BB Young Care pflegende Reinigungstücher. Das sind so Abschminktücher, die habe ich früher nur benutzt zum Abschminken. Überleg mal, voll geschminkt, nur mit dem Tuch, Wasser drüber, das war's. Mittlerweile handhabe ich das anders. Aber die mag ich sehr gerne, weil ich sie beim Schminken öfter mal benutze. Zum Beispiel, um hier einen ordentlichen Rand zu ziehen bei meinem Lidschatten. Dafür sind die super. Da mag ich sie sehr gerne und kann sie auch empfehlen und kaufe sie immer wieder nach, aber nur zum Abschminken würde ich sie nicht empfehlen, weil dafür ist es zu wenig. Es ist zu wenig Reinigung, meiner Meinung nach. Und da sind die blauen auch am besten, Digis. Ich habe so viel Abschminktücher in meinem Leben probiert und manche waren zu feucht, manche zu trocken, Baby, Popotücher. Ich habe alles probiert und das sind die besten, die ich kenne, deswegen Empfehlung. Auch so zur Reinigung zwischendurch, alles super. Dann habe ich hier so zwei Produkte, die habe ich mal in einer Kooperation bekommen. Das ist so Feuchtigkeits-Shampoo und Feuchtigkeits-Conditioner mit marokkanisches Öl. Fand ich gut, riecht gut, kann ich auch empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das noch online gibt. Aber Diggis, gerade mit meiner Handverletzung und dadurch, dass ich meine Hand nicht mehr so richtig 100% wie vorher nutzen kann, kann ich sie leider nicht empfehlen. Das Shampoo und so ist super. Aber guck mal, da ist noch so viel hier oben und unten drin. Das sieht man gar nicht. Aber es ist so schwer gewesen, das rauszupressen. Das war echt anstrengend. Ich habe das teilweise mit meiner Hand nicht hinbekommen. Und das fand ich echt schade. Also da frage ich mich manchmal, ob Produzenten sich Gedanken drüber machen, wie man ihr Produkt rausholt. Weil das macht für mich was aus. Ich würde mir das nicht nochmal kaufen, weil ich einfach hier bestimmt noch ein Viertel am Produkt drin habe, weil es so schwer war, das rauszupressen und anstrengend. Nee, Shampoo und Conditioner waren echt gut, aber die Handhabung super schlecht, deswegen keine Empfehlung. Dann habe ich hier von Alverde so eine 5-in-1 Fußcreme Limette Echinacea, keine Ahnung, was das ist. Ah, der Duft war ein bisschen komisch, ich mag das nicht, wenn meine Füße nach Limette riechen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es krass super pflegend ist. Schützt vor Blasen, Hornhaut, Geruchsbildung, Schwielen, Schrunden. Bildet eine rückfettende Schutzschicht. Würde ich mir nicht nochmal holen, war nicht super pflegend, hat für mich nichts Besonderes gehabt. Also, nee.
Auch eine mega Empfehlung von mir, mag ich richtig gerne. Febreze Textilerfrischer entfernt selbst festsitzende Gerüche. Und das haben wir damals schon benutzt, als Rodi ein Welpe war und stubenrein geworden ist, wenn er irgendwo hingepieschert hat. Er hat auch schon mal ins Haus gekackert, so, ne? Und dann putzt du das, packst das rauf und das ist wirklich gut. So, du kannst damit schön deine Kleidung erfrischen, wenn sie mal ein bisschen muffelig ist. Wenn du ein Haustier hast und es hilft bei so vielen Sachen, du kannst es auf Teppich, Bettbezüge, alles mögliche sprühen. Sei es, wenn du so ein Problem hast, wie dein Hund hat reingepieschert, hat er ja früher gemacht, bevor er stubenrein war. Oder sei es, du möchtest einfach einen frischen Duft, mag ich mega, mega gerne, kaufe ich auch immer wieder nach. Hat keinen künstlichen oder zu krass künstlichen Geruch, hat keinen chemisch super starken Geruch, sondern ein leichter, angenehmer Duft und deswegen mag ich das sehr gerne und kann es sehr empfehlen. Dann habe ich hier von Ebelin 90 Kosmetiktücher, mag ich richtig gerne, passen in jeden Schminktisch, haben eine gute Qualität, sind nicht zu dünn, dass sie zu schnell reißen oder sowas. Ich brauche oft Kosmetiktücher, ich putze meinen Schminktisch nach dem Schminken damit, um meine Hände zu putzen, um irgendwas abzuwischen, um meine Pinsel zu reinigen. Ich brauche für super viele Sachen Kosmetiktücher und wenn ich mir die hier kaufe, kaufe ich mir immer wieder so 6-7 Packungen, damit ich sie auf Vorrat habe. Preis-Leistungs-Verhältnis ist super. Es gibt auch bei Kick welche für 50 Cent oder so, aber da merkst du, dass die Qualität nicht so gut ist, weil die zu dünn sind oder solche Sachen halt, weißt du. Und die von Evelyn sind super, sind schön länglich, flach, passt viel rein, hast keine Probleme, kannst angenehm rausholen, sind viele Sachen, auf die ich bei sowas achte und deswegen kaufe ich sie mir immer wieder nach. Sie passen in die meisten Schminktische, dreilagig und reißfest, einfach unverzichtbar. Da stimme ich euch zu. Empfehlung von mir. Dann habe ich hier eine Zahnpasta Bio Repair. Ist sehr gut für empfindliche Zähne, habe ich getestet und genutzt. Ich habe manchmal sehr empfindliche Zähne, keine Ahnung warum. Finde ich gut, war eine Empfehlung, weil ich sonst Elmex Sensitive benutze, aber ich muss sagen, ich mag Elmex Sensitive mehr. Das hier ist okay, aber ich finde Elmex Sensitive einfach viel, viel besser bei sensiblen Zähnen und deswegen bleibe ich bei Elmex. Ja, da fühle ich mich wohler. Dann habe ich hier von Nivea Quick Dry, Dry Comfort, so ein Deo. Und Nivea, mein absolutes Lieblingsdeo, ist von Nivea, auch in so einer Packung. Fresh Pure steht da drauf. Und ich habe mir mal die anderen Sorten geholt, um zu gucken, ob das genauso gut ist, weil dieses Fresh Pure Deo, Digis, das ist mein... Oh krass, ich muss das noch heute kaufen, fällt mir gerade ein, bevor ich es vergesse. Das ist so mein Retter in der Not, so egal wie heiß es ist, egal wie viel ich schwitze, ich bleibe trotzdem ein bisschen frisch. Wenn du in Stinky-Not bist, hilft dir das. Du kannst auch ein bisschen stinky sein. Packst es nochmal drüber. Super Deo, Fresh Pure, mega. Hab mir das geholt, um das zu testen und war einfach doof. Antitranspirant, Real Life Tested. 48 Stunden Protection. Also, nee, das riecht nicht so angenehm wie das Fresh Pure. Und ich habe das Gefühl, es hilft nicht so sehr, dass man nicht so schnell ins Schwitzen kommt. Da war ich nicht so zufrieden mit. Also, da werde ich beim Original bleiben, was bei mir am besten funktioniert hat. Werde mir das hier nicht nochmal holen, weil da fand ich das Fresh Pure einfach viel besser aus dieser Serie. Urban Decay All Nighter Setting Spray. Das ist noch die alte Verpackung davon. Das, Digis, ist das heftigste Setting Spray ever. Ich mache das immer so, wenn mein Make-up wirklich lange halten soll. Zum Beispiel morgen bin ich unterwegs von 11 Uhr ungefähr bis 23 Uhr. Mein Make-up muss halten. Morgen sind 30 Grad. So, dann benutze ich von MAC das Fix Plus Fixing Spray, damit das alles nochmal schön miteinander verschmilzt. Und dann Urban Decay All Nighter. Und diese Kombination ist bei mir, ich habe trockene Haut, unschlagbar. Mein Make-up hält, es verschmiert nicht super krass. Diggis, es kann 30 Grad draußen sein. Trotzdem trage ich Lidschatten, so wie jetzt. Das ist auch sogar noch ein recht schwacher Lidschatten. Mega doll, teilweise 30 Kilo Make-up im Gesicht, egal. Und Urban Decay All Nighter Setting Spray ist das Beste, das ich kenne. Werde ich mir immer wieder nachholen. Habe ich mir schon direkt nachgeholt, als ich gemerkt habe, das wird langsam leer. Und in Kombination mit MAC Fix Plus geht nichts darüber. Es hält so gut. Ich glaube, es ist auch für viele Hauttypen gut. Also so von wegen für fettige Haut, trockene Haut, Mischhaut. Bei mir klappt es super und deswegen absolute Empfehlung von mir. War auch, glaube ich, in meinem Make-up-Jahresfavoriten-Video dabei. Ich habe bestimmt schon in meinem Leben so 30, 40... vielleicht auch 50 Setting Sprays getestet von Drogerie bis High End und das ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich einfach, weil dein Make-up sitzt. Egal ob du feiern gehst, egal ob 30 Grad sind, egal ob du wild am Knutschen bist oder am Reiben, es hält. Und deswegen absolute Empfehlung von mir. Das hat schon alles mit mir durchgemacht. Mega. Und als letztes habe ich hier von Garnier ein nährendes Ölpeeling, erneuert, glättet und lässt die Haut erstrahlen. Für matte, trockene Haut. Also, mein absolutes Lieblingspeeling ist ja von Kneipp, so in so ein auch nährendes Ölpeeling irgendwas. Und ich wollte mal Alternativen testen. Ja, ist okay als Peeling, würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal holen, ist aber jetzt kein Favorit. So von wegen strahlender Haut, glättet die Haut, lässt die Haut erstrahlen. Also, ich würde es mit einer 2-2, glaube ich, bewerten. Es ist okay als Peeling, es riecht auch angenehm. Doch, es riecht verführerisch sanft. Ja, so riecht das. Es ist nicht so doll als Peeling, wie ich es mir wünschen würde. Ich brauche ein dolles Peeling. Ich bin ein harter Gangster. Hey, hey.
Dann braucht man auch ein hartes Peeling. Deswegen peele ich mich auch mit einem Peeling-Schwamm und sowas drauf. Ich habe es auch so nochmal probiert. Ist auf jeden Fall okay. Ist jetzt kein Flop oder so. Da habe ich schon ganz andere Peelings gesehen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass da mehr Peeling-Partikel sind. Aber ansonsten, der Geruch ist angenehm und Preis-Leistung passt dort. Ist auch eine Empfehlung von mir. Wenn auch nicht meine Nummer 1, aber eine Empfehlung. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp? Digga, was für ein Schwuppdiwupp? Was ist das für ein Videoübergang? Na, aber klingt ja gar nicht mal so doof. Schwuppdiwupp, wir sind fertig. Das war jetzt so mein Aufgebraucht-Video. Ich mag das, Produkte aufzubrauchen und euch dann zu zeigen, was ich so benutzt habe, meine Empfehlungen. Und ich freue mich, dass ihr meiner Meinung vertraut und sie auch oft bei euch klappen. Hier waren jetzt auch viele Empfehlungen dabei, wie ich gerade sehe. Das freut mich natürlich. Diggis, falls ihr Erfahrungen mit diesen Produkten habt, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Falls ihr etwas kauft, aufgrund meiner Empfehlung auch so, ne? Weil ich freue mich immer über eure Rückmeldungen so, ob die Produkte auch bei euch so klappen, ob ihr das so empfindet wie ich oder nicht. Rhyme Master, ich schreibe gleich ein Gedicht. Bin eine süße Chick. Hat es nicht so gereimt, aber ein bisschen. Ja, ich werde jetzt weiter für euch Sachen aufbrauchen, leer machen und dann werde ich demnächst wieder ein Aufgebraucht-Video drehen. Die Reihe kommt gut bei euch an, das freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Falls ihr was kauft, gerne über die Infobox und das war's dann auch schon. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst mal einen Daumen nach oben auf korrekter Bruder und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wieder. Ja, ich bin manchmal auch mal komisch, aber egal. Und auf Wiedersehen.